Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Super Mario 3D World. Natürlich heute wieder mit der Nina. Alle. So, da haben... Was, wir haben da alles? Ja. Da auch? Hab dich halt ein bisschen geärgert, dass du da alles suchen sollst. Wir müssen da noch rein. Ich muss wieder failen. Ich brauche wieder 4 unterschiedliche Symbole, bitte. Schaffst du nicht. Was, wie war das? Nee, ich meinte, dass du nicht 4 verschiedene, sondern gleiche. Nee, ich schaff's aber immer 4 unterschiedliche zu haben. Das ist auch nicht so schwer. So, wir haben Tanuki. Sprichst du das aus? Will ich da rein? Sprich das nochmal aus. Tanuki? Tanuki. Tanuki! Kekse! Was? Nix, ich wollte nur gerade mal Kekse sagen. Hab ich neben mir. Oh! Moment, da hätte ich nicht lang gemusst. Muss tuten tun. So, wo war jetzt der zweite Stern? Ich glaube hier irgendwo, ne? Box. Ach stimmt, dieses scheiß Kanickel. Arme Kanickel. Oh. Was denn gerade? Ja, da muss ich nicht hoch. Hey, hast du gut gemacht. Wow. Wenn du es noch schaffst. Was, wenn ich es noch schaffe? Wenn du nicht unbedingt bei der Zielflagge vorbei hast oder so. Ich hab's geschafft. Ich muss mir jetzt nur ganz kurz mal konzentrieren. Dann klappt's auch mit dem Waschbären. Tanuki. Tanuki. Okay, dann hätten wir das auch abgeschlossen. Oh, schon wieder Lotterie. Heißt das Lotterie? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich sag's halt immer so, bei uns heißt es so. Na siehst du sagst, ich sag dann auch. Ja, keine Ahnung, wie es heißt. Bei uns heißt das so. Eigentlich ist es ja ein einarmiger Bandit, ne? Ich hab's schon wieder geschafft, ich hab's schon wieder geschafft. Das nicht. Einarmiger Bandit. So, okay. Das heißt dann quasi... Auch du schon wieder. Hi, Totti. Was hast du denn gegen den? Oh, ich weiß nicht. Der ist putzig. Das ist touristisch. Und noch ein Tanuki, okay. Ja. So, uns fehlte das letzte Sternlein. Das letzte, ja, okay, das stimmt. Das heißt, ich kann eigentlich relativ zügig hier durchgehen. Kannst du. Ob du es machst, ist dann die andere Frage. Also jetzt zumindest den Anfangsteil hier. Bis zum Mittelpunkt auf alle Fälle mal. Will ich das jetzt sagen, dass du, ob du gerade Spaß dran hattest, deinen Schwanz zu schwingen? Pfui! Hey! Da unten ist der Röhren. Nicht Röhren Luigi, Nix Luigi gewesen. Hm, ich hab ihn gesehen. Und. So. Nix Pfui ist so! Der zweite war ja hier. Ja. So viel habe ich mir gemerkt. Wow. Ist ja auch erst so 20 Minuten her oder so. Ich hätte mir vielleicht die Kanone mitnehmen sollen, ne? Egal.
Und ja, wir nehmen das am Stück auf. So, einmal hier. Nehmen wir mal mit. Moment. Ich sehe da was. Was siehst du denn? Dass ich mein Item verliere, habe ich gesehen. Achso. Wenn es nur das ist. Es ist übrigens unglaublich, dass die unendlich Luft haben. Na schon, ne? Ja. Okay, ein Pilz. Gibt's vielleicht. Eine Prinzessin? Vielleicht nein. Und zwei Klempner? Nein. Was machst du hier? Der chillt sein Leben. So, einmal hier durch. Da hinten habe ich was gesehen. Geldbörsen geben. Meine Mützen. Kannst dem auch mit dem Stampfattacke das schnell abnehmen. Und sage ich halt so ganz mit Röhre raus. Ja, ne? Wie sind das jetzt eigentlich, wenn ich danach nicht ganz oben aufs Ziel springe? Zählt das dann trotzdem als Flagge ganz oben? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich doch. Ja klar zählt das, wenn du es einmal geschafft hast. Na gut, ja, man kann ja nie wissen. So, da fehlt uns auch noch der letzte. Ja. Kein Blumenkind, kein Blumenkind, kein Blumenkind. Oh, dankeschön. Nee, ein Klempner. Was denn? Die Waschanlagen. Ja, die Waschanlagen, genau. Sind das dann die Extreme Hardcore Fuzzies oder wie? Mhm. So, du kriegst eine drauf, du kriegst eine drauf. Geht weg, Sumsebrums, ich kann euch nicht leiden. Seid ganz fiese Stinker. Letzter Stern. Der war da, wo du mich quasi in die Irre geführt hast. Das war so klar. Ist ja nicht so, als wenn ich einfach nur untergehen hätte müssen. Ja. Ich hebe meinen Tanuki trotzdem mal auf. Wobei es mit dem einfacher wäre, aber... oder so, ne? Ich dachte, ich krieg das Ding noch. Ich sehe da gerade wieder jemand die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Mhm. Wobei, da könnte auch dann schon so ein ganz leichter, so eine ganz leichte Zornesfalte mit dabei sein. Nee, ein zuckendes Auge. Ein zuckendes Auge? Ganz halt. Nein. Ob ich wohl jemals über die 40 Leben rauskomme? Ja. Sicher? Ja. So oft wie hier am Sterben bin? Ja. Soll ich jetzt sagen, ich habe in meinem Leben 3 Kronen oben? Das heißt? Eine Krone sind, glaube ich, 1000. Okay. So, das da oben brauche ich ja nicht. Ne. So, weg mit dir. Dann einmal hier rüber, einmal hier rüber. Möchte ich da jetzt eigentlich nochmal holen? Nee. Hast du spontan entschieden, also das erste passt. Wobei ich hätte hier gern das hier. Du gelacht und das rübergeworfen hat das. Ich hab's mir gerade gedacht, dass das jetzt gleich von dir kommt, ne? Bin halt schadenfroh wie Sau. Ja, ja. Als ob das sonst lustig wäre. Ist der? Den Stern gesehen? Stern? Ich sag's dir.
Ja, dann hat man gerade gesehen, ich sag's dir. Du musst da wirklich rauf, das hab ich dir in der Aufnahmepause gesagt. Mann, du bist doch so ein Pfosten. Ist was? Nee, alles gut. Ich hab meinen Stern, ich hab meinen Stern, ich hab meinen Stern. Ja, der war jetzt fies, ne? Oh Gott. So viele Ey, verzieht euch, ne? Die wollen dich halt putzen. Als können sie sich sowas von abschminken. Ich hab mich heute schon geduscht. Sicher? Ja, ganz sicher. Wirklich? Ja. Nicht dreckig in den Ohren. Wow, das Level, ne? Das wird dir ewig in Erinnerung bleiben. Mhm. Wahrscheinlich werden mich heute Nacht im Schlaf keine Ahnung, Monsterwaschanlagen verfolgen oder so. Ich würde lachen. Wenn du mir das dann mal erzählst. Die erste sind die Licht. Lacht. Licht. Mhm. Lacht. Welt 3b? Was ist Welt 3b? Such Welt 3b. Ist das das Bonus? Nein. Ist das bei dem drüben? Haben wir da nicht verkackt oder Nein. so? Nein. Bin tot. Wo ist denn das? Wo ist Welt 3b? Du zu lang herumläufst, geh einfach mal durch die Glasröhre. Was, durch die ins nächste Level? Nächste Welt? Hm? Tada! Aha. Yay, Party! Da kommt das Party People. Ich glaub, das ist jetzt... Boss. Also es ist ein fixen Boss, aber ich überleg grad welcher. Wenn es jetzt... von Zwischel ist, habe ich recht. Yes! Von Zwischel... Und ich hab kein Item. Nee, und jetzt eine Blume, gib Blume. Da ist der 100 Pro ein versteckter Block. Nö. Ja. Tatze. Miete Tatze! Tatze dünsten. Da kann ich nicht hochschleichen. Ich sag's dir. Ist das ein Katzenkorb? Pfoten weg vom Springknopf. Da ist ein Katzenkorb. Vielleicht nicht so rum und schinde Zeit. da kommt was gefliegt. Warum? Hochklettern. Das ist mit der Peach eh ganz leicht. Weil sie ja noch ein bisschen fliegen kann in der Luft. Menno! No kommen. Menno! Oh, oder so. Verbricht. Da ist eine Mieze! Oh, fu, ey! Hm.
Ich bräuchte halt ein... Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, wo ich ein bisschen höher komme, näher komme. Boah, das ist Stress. Das ist voll Stress hier. Nito, schön, dass du einfach nur extrem bleibst. Nee, ich krieg das nicht hin. Da kein Teller. Und jetzt? Hol dir die Katze. Glaubst du, was kriegst du dir hier in den Arsch gesteckt? Pfui. Tut mir leid. Ich komm. Gib mir meine. Meh. Meh. Bist du jetzt zum Schaf oder wie? Ja. Hast du mich das nicht erst gefragt? Ob ich zum Schaf werde? Ja. Ich krieg das gerade nicht gebacken. Ich freue mich so auf die späteren Welt. Oh, fu! Nicht Katzensprung! Setz nicht immer die Katzen an. Das ist eine Attacke, zwingend Kirchen. Ja, das ist halt so, wenn man nochmal springen drückt. Hör auf, zweimal springen zu drücken. Das war natürlich jetzt auch wieder sehr elegant. Bitte gern. Ja, genau, ne? Jetzt geht er runter. Ein bisschen Zeit haben wir noch, so ist es ja nicht. Mhm. Oh Gott. Lang hat's gedauert. Endlich. Meine Münzen. Ist ja nicht so münzgeil. Weil du das jetzt gesagt hast, nehme ich die auch noch mit. Münzgeiler Sack, du. Ja. Was soll ich sagen? Säckchen? Ja, sie im Moment schon, ja. Wenigstens hat sie in dem Kostüm nicht so einen dicken Hintern. Nee, ich spreche von dir. Säckchen. Ja, ich spreche von dir. Säckchen. Ja. Wie war das in der ersten Folge? Unsere weibliche Prinzessin Blaisine? Blaisine, ja genau, da war ja was. Oh Gott, das war jetzt gerade stressig. Aber wenn ich das jetzt schon stressig finde, dann werden die nächsten Welten richtig schön werden. Irgendwann gehe ich dann einfach. So, hätten wir das auch? Weil ich einfach ein Dauerfestung habe. Beim ersten Mal sogar? Alle Sterne, einer. Grünen. Da gibt's wieder ganz viel Treibsand, ich sehe es schon kommen. Hier gleich Treibsand. So, genau, dann speichern wir jetzt mal. Dann sind wir eh schon wieder am Ende. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. So, wir hoffen natürlich, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann auch morgen wieder zu einer neuen Folge Super Mario 3D World. Tschüss. Ciao.